Hey, da sind wir wieder. Ich, der Imok, und diesmal auch wirklich wir. Mit dabei ist natürlich wieder der gute alte Ares, Oscar, Thanatos. Hallöchen, ich bin wieder da. Hat es auch geschafft. Und diesmal haben wir für euch die Liga 9. Wie versprochen, machen wir da auch nach der kleinen Pause den kleinen Abstecher mit Liga 16 noch fertig machen. Auch hier weiter. Diesmal Spieltag 3 und 4. Ich hoffe, ich treffe den einen von beiden richtigen. Nein, treffe ich nicht. Zack, so rum. Genau, diese beiden Spieltage stehen uns bevor. Ein TVT und ein CVC zuerst, gefolgt von einem Protoss gegen Terraner und Terraner gegen Zerg, so rum. Bist du gespannt, Oscar? Ich bin super gespannt, vor allen Dingen, weil ich ja Phoenix tatsächlich kennengelernt habe beim Community Cup. Da bin ich gespannt, wie er sie schlägt. Ja, ich auch. Ich habe ja jetzt am Wochenende des Community Cups gnadenlos verloren, das Rematch, nachdem ich ihn mir mal immer wieder stolz erzähle ich, dass einmal ein Best of Three abgeholt habe. Damals. Wie dem auch sei, gucken wir mal insgesamt, wie es so steht in der Liga. Da haben wir ganz vorne noch ungeschlagen den guten alten Le Complete auf Platz 1 mit 3-0 in Series. Dicht gefolgt von Lelis, der mit 2-1 und jetzt muss ich das ein bisschen größer machen, sonst sehen meine blinden Augen das nicht. Doch 3-3 in Map Wins and Loses. Dicht auf den Fersen Fenrak auch mit 2-1 Series Win und 2-3 aber in Map Score. Und Riegel und Phoenix teilen sich momentan den vierten Platz mit jeweils 1-1 und 1-2 Map Score. Und Happy hat leider sich entschlossen, das Turnier vorzeitig zu verlassen und ist nicht mehr dabei. Das ist schade. Ja, in der Tat. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde schon mal für das erste Game, bevor ich mich da wieder selbst ausdribble, schon mal eine Prediction reinschreiben, denn die Wetten, die werden schon begehrt hier im Chat, sehe ich. Deshalb mache ich das direkt als erstes. Zack. Da. Jetzt müssen wir es ein bisschen breiter machen. Entweder Riegel. Das Phoenix. Nee, ich würde den Fehler reinballern. Und ihr habt 2 Minuten Zeit ab jetzt. Und wir begeben uns Richtung Replay. Wenn ich dann das Richtige finde, dann haben wir es. Oh, Riegel gegen Phoenix. Das heißt, dass das jetzt auf jeden Fall ziemlich entscheidend wird. Wer von den beiden den wirklichen vierten Platz hält. Da ist auch, glaube ich, echt mehr drin, denn es geht ja nicht nur um den vierten Platz, weil ich glaube, den dritten könnte man sich dann auch locker sichern. Ich auf jeden Fall lasse die anderen auch mal zugucken, denn wir haben hier links unten in Pink, Lila, Rosa den Terraner Riegel von dem Team Mühl, wo ich leider nicht weiß, was es ist, aber vielleicht der Chat weiß es bestimmt. Jedenfalls oben rechts in der Ecke der blaue Terraner.
Vom Leipziger E-Sport-Verein, es ist Phoenix. Ja, oh, man sieht sogar schon eine Differenz in den Builds. Hier gibt es ein früheres Gas von Phoenix als auf Seiten von Riegel. Und Bracke wird auch deutlich versteckt. Da wird schon mal der psychologische Vorteil, glaube ich, entfacht, da so ein bisschen anzutäuschen. Hier passieren schäbige Sachen. Aber haha, ich mache doch alles ganz normal. Ist die Frage, wie Riegel darauf reagieren wird und ob er scoutet. Ah. Tja, sieht so aus, als ob Riegel genau das Richtige macht und das ist ganz normal weiterspielen. Sieht aber immer noch nicht Oh, das nee, da Gebäude kommt der hier. Bunker. Da kommt der Bunker. Also straight an der Baracke vorbeigelaufen. Bunker ist gesetzt zur Sicherheit. Also die psychologische Kriegsführung hat schon mal Erfolg hier. Sehe ich auch so. Erste Reaper schon bereit, das zu verteidigen, was da jetzt gleich kommt durch die vermeintlichen Proxy-Racks. Frage ist jetzt, wird da sehr panisch drauf eingegangen oder? Ne, es wird ganz normal die zweite auch gebaut. Tatsächlich sogar schneller als bei Phoenix. Da lässt sich Riegel nicht von beeindrucken, hat keine Angst vor Proxy-Racks, wenn sie dann da wären. Reaper guckt sich ein bisschen um und sucht. Findet hier aber leider nicht so viel. Drüben der erste Reaper auch schon angekommen. Mit einem Kumpel dabei. Findet jetzt hier auch eine ziemlich unverteidigte Base, nämlich der eine Reaper und der eine Marine müssen erstmal rankommen. Mittlerweile aber die Arbeiter einen am Absnitchen und auch den anderen am Surrounden. Und das war ein teurer Reaper. Ja, nicht Für. mal den einen Reaper bekommen. Aber war gute Lost Mining Time, finde ich. Ein Arbeiter hat es zerrissen dabei. Mehr aber Ja, gut. nicht. Gab ja auch hier hinten noch einen zweiten Bunker, sehe ich gerade, an der Main Base. Also ist auf jeden Fall schon ein ziemlich sicheres Bild hier von Riegel. Lässt sich da nicht von Reapern beeindrucken, die da kommen. Jetzt auch mit dem Hellion, der sich ja schon den Kill gesichert hat. Eigentlich auch eher keine Chance mehr mit vereinzelten Reapers, was zu erreichen. Ja, sehe ich auch so. Und die zweite Basis ist hier auch deutlich fixer als bei Phoenix. Ja, gefällt mir, was Riegel da macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Frage ist, ist Riegel bereit für den Triple Hellion Drop, der sich hier unten anbahnt? Da ist sogar noch ein Reaper dabei. Ach ja, der Siege-Tech ist da, leider nicht gesieged, aber. Geht jetzt auch manuell mal hingucken. Können jetzt auch gleich wieder Ah. zurückfahren. Vielleicht clever, dass man den da nicht sofort gesieged hat. Das ist auch gut mit dem Bunker, der hier einfach die Aggro zieht und damit komplett verhindert, dass irgendein Schuss auf die Worker kommt. Zwei hat's Und zwar der Reaper. zerrissen, aber das kostet viel APM, die er vielleicht drüben hätte besser investieren können. Da ist nämlich gerade so das zweite Command Center erst auf dem Weg, sich zu entfalten. Ist ja noch nicht mal Orbital Command Center. Und da kommt bei Riegel schon die dritte Basis. Hier schon Raven am Start, das gefällt mir sehr. Hier der Liberator holt sich drei Arbeiter und ja. Wird jetzt
hier verscheucht vom Raven, weil aber auch nicht viel anderes da ist, was ich mit dem Liberator anlegen könnte im Moment. Ah, ja, drei Marines schaffen die noch. Ja, er hat sich's ausgeliberated. Hier hat sich's aber eingedroppt. Die Hellions versuchen nochmal Runde 2, kriegen jetzt aber auch hier ohne Gegenwehr ordentlich Schnitte in die Arbeiterlinie und werden wieder von einem neuen Siege Tank verscheucht. Aber 6 Arbeiter, das Ja, muss gefällt. schon sagen, das Harassment gefällt mir auch. Ist die Frage, wie er jetzt mit dem Triple Tank Push umgeht. Auch ein Siege Tank noch nicht bereit, aber der frühere Siege trotzdem auf Phoenix Seite, deshalb holt er hier gut Schaden auf die Gegner Siege Tanks auch raus und nimmt so ziemlich das meiste mit. Allerdings Ah, der Siege Tank auf dem High Ground, leider nicht in Range. Aber aber die die SCVs. Arbeiter sind für die MVPs, schaffen sie den Siege Tank Herrlich. leider nicht. Ah, jetzt kommen noch Ah. 2 Marines Drops dazu und 13 Arbeiter hat es Klasse. gekostet, aber das Ganze wurde hier nochmal verteidigt. Oh, einen frischen Mule erwischt mit dem Auto-Turret vom Raven, das schmerzt. Ja, ich glaube, da hat Riegel ein bisschen unterschätzt, dass er zu wenig Energie auf den Phoenix, auf den Phoenix, auf den Ravens hatte. Hier in der Mainbase holen sich nochmal der kleine Attack-Trupp von Phoenix 3 Worker ab, aber die beiden Hellions nimmt's mit. Nur noch der Reaper kann die Geschichte erzählen. Riel zieht 3 Baracken hier nach, während Phoenix einen Drop nach den anderen schickt hier. Der eine Reaper macht auch immer noch weiter Ärger. Verhindert, dass hier ein Missile Turret aufgebaut wird und ein weiteres Starport. Aber jetzt ist auch eher Geschichte. Ja, hier kommt währenddessen der nächste Push von Riegel rüber und diesmal mit viel Raven Energie. Da bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was Riegel hier rausholen kann. Aber bei der Menge an Siege Tanks wahrscheinlich gar nicht mal so viel. Medivacs haben hier den Drop von den Ravens verhindert, dass der gut Schaden machen kann. Und damit haben die auch schon wieder echt wenig Energie. Ich glaube 75 kostet so ein, mach mal einen Siege Tank kurz außer Gefecht. Oh, schöner Drop hier von Phoenix. Krieg jede Menge SCVs, quasi alle von der zweiten. Und holt hier auch noch alle Verteidigungen, die gerade an der Basis ist, ab. Tja, richtig herrlich. Und damit ist Phoenix auch das erste Mal im Worker Supply Lead. Und Allerdings das ist jetzt deutlich. wahrscheinlich Riegel kurz davor, hier die Armee auch vorzubereiten, dass die hier rein kann. Denn er merkt jetzt sehr viele Worker verloren. Jetzt muss hier auf der Seite auch was passieren, sonst bin ich unendlich lang hinten. Sein Vorteil ist, dass er drei Baracken, drei Basen hat. Allerdings Phoenix jetzt mit einem geschickten Worker-Pull die Aggro von den ganzen Sachen gezogen, hat ja auch einen Siege-Tank rausgenommen und die Armee auf 2 Siege-Tanks und 6 Marines plus die beiden Ravens reduziert. Ja, da sehe ich nicht, wie Spiegel da noch weiter Druck machen soll. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt ein Viking. Und da kommen sie auch schon. Ja. Sehr gut. Damit kann Phoenix jetzt hier auch definitiv aus seiner zweiten Basis wieder ausbrechen. Kommt der Nachschub von Riegel angelaufen. Ich hoffe, diesmal hat er ein paar Leute zu Hause auch an der ersten gelassen, weil da bahnt sich nämlich schon der nächste Drop an.
Dreht aber um, tatsächlich. Will vielleicht hier abfangen, was ich für gar nicht so schlecht halte, aber fliegen einfach aneinander vorbei. Wäre am besten Schade. hier der Auto-Turret Harass in der Main Base. Kriegen sogar drei Worker. Vier. Hier drüben allerdings jetzt der Drop angekommen an der dritten von Riegel und holt hier jetzt ordentlich Value auch raus. Legt sich kurz mit den falschen Leuten an, geht jetzt aber in die Main Base, kriegt den Medivac da gerade so nochmal rüber. Ah, und Riegel hat schon die vierte Basis fertig. Ah, aber Phoenix holt jetzt auch endlich mal die dritte. Der Drop hat dann noch den Raven rausgeholt, aber leider dabei auch alles verloren. Ah, jetzt geht's hier los. Phoenix mit den schweren Geschossen auf den Weg rüber. Will jetzt seinen Army-Vorteil noch ausnutzen, bevor er ekotechnisch zerstört wird. Tatsächlich hat er auch einen kleinen Upgrade-Vorteil. Er hat nämlich plus 1 Defense und jetzt auch gleich Combat Shields. Gibt sehr viel sehr schnell raus auf Seiten von Riegel. Auf beiden Seiten, aber sieht aus, als ob Phoenix den Push macht. Siege-Tanks sind alle weg. Die Arbeiter jetzt laufen leider alle an einem Siege-Tank vorbei und holen sich ordentlich ab. Ah, hier oben ist noch ein Siege-Tank von Phoenix. Eieiei. Von Riegel. Orbital Command brennt jetzt hier seinen Weg durch die Main Base. Hoffentlich kümmert sich da gleich einer drum. Ja, die hat ja noch genug Leben. Ist auch schon der heldenhafte Arbeiter. Jetzt hier den Siege-Tank leider ungesieged erwischt. Dadurch muss Phoenix sich jetzt hier wahrscheinlich erstmal wieder zurückziehen, denn auch der andere Siege-Tank ist ein bisschen spät dran mit dem Siege. Sieht mir nach einer Pattsituation aus. Denke ich auch. Allerdings ist es gut für Phoenix, denn er hat die dritte am Laufen. Mittlerweile. Oh, was sehe ich denn da bei Riegel? Habe ich ja gar nicht bemerkt. Doppel-Battle-Cruiser und Yamato-Cannon auf dem Weg. Shady. Da will jemand auf die andere Art und Weise ausbrechen. Ja, und Phoenix scheint das auch definitiv noch nicht bemerkt zu haben. Da müssten dann doch ein paar mehr Vikings auf den Weg gebracht werden, denke ich. Eine Siege Tank wurde jetzt gegen einen anderen getauscht. Und jetzt hier mit einer fast gleichermaßen Army, nur dass Phoenix hier mit Medivacs am Start ist und damit Und auch. das sollte ihn auch tatsächlich stutzig machen, finde ich, Phoenix, dass Riegel keine hat. Ja, denn hier kommen nämlich die beiden Bad Boys und räumen jetzt die dritte auf. Oh, das Instant GG. Ei, gegen zwei Battlecruiser kann man echt als Terraner so wenig machen. Naja, ich denke, wenn da keine Banshees, nein, was sag ich denn? Keine Vikings sind und die Marines alle drüben sind, kannst du da wirklich nicht viel machen. Ich schätze, Riegel wäre dann auch hoffentlich auf die Produktion geflogen, denn ab dann ist eigentlich wirklich vorbei. Ja, damit holt sich Riegel doch unerwartet aus der hinteren Position, wo er eigentlich war, mit zwei Battlecruisern das 1 zu 0. So, Fenrak, seine Notiz habe ich auch zur Kenntnis genommen. Ich gucke mal, 10% sagst du hier. Und nochmal ein bisschen da. Oskar, sag mal irgendwas. Und Fenrak, achte drauf, Hallo. wie es so ist. Ja, auf jeden Fall schönes erstes Spiel und ich bin
aufs Zweite gespannt, denn es war ja schon sehr ausgeglichen. Ja, gehen wir doch direkt rein, gucken. Diesmal auf Tropical Sacrifice. Die dunkle Map. Also ich Stimmt, finde, die hieß ist das. dunkel. Ja, ist sie, ist sie. Also die Tees sieht man bestimmt nicht gut. Und auch euch heiße ich willkommen zurück in dieser Series, in diesem TVT mit unten links in diesem beigen Pink, was auch immer, der gute alte Riegel als Terraner. Und oben rechts sein Gegner auch Terraner, in Blau aber. Es ist Phönix. Klassischer Terraner, sagt Riegel. Ich glaube, das bezieht sich noch auf die Map davor mit den zwei Battlecruisern. Ja, hat er schon recht. Diesmal gibt es keine Antäuschbaracke für um Ängste schüren. Beide machen hier die Rampe dicht. Und Phoenix aber wieder mit dem früheren Gas. Also, ach nee. Riegel diesmal mit dem früheren Gas. Und sogar schon das zweite auf dem Weg. In der Tat, da kommt, denke ich, dieser klassische Reaper Hellion Push, würde ich sagen. Könnte gut sein. Und Phoenix hier relativ wenig nach dem zweiten Gas dürstet. Oh, der Arbeiter von Phoenix hat hier drüben einen Arbeiter von Riegel gemeuchelt. Nicht schlecht. Nein, nein, ich habe gerade drüben geschaut, was der Arbeiter da von Riegel als nächstes machen wird. Aber der wird auch hier schon rausgeekelt, verliert die Hälfte HP. Das heißt, die Arbeiter von Phoenix hier wesentlich aggressiver unterwegs. Werden sie sich treffen? Noch laufen sie nebeneinander vorbei. Ah, der Reaper geht hier einfach hinten hoch und gönnt sich jetzt die ersten Arbeiter, solange er unbemerkt bleibt. Den Mule. Gleich nach Mule, ja. So, ich meine, er war sehr frisch. Ein Trip hat er gemacht, guck mal. Das hat sich da eher nicht gelohnt. Kommt er leider aber nicht mit dem Leben davon. Aber ein Mule ist ein Mule, gerade so früh. Bringt er echt viel? Und diesmal Phoenix mit der deutlich früheren zweiten Basis. Richtig, von Riegel sehen wir hier momentan Ein einen Tor? Tor. Jetzt wird's wild. Also das sind so die Taktiken, auf die komme ich nicht mal, wenn ich selber Terraner spiele. Wird das ein Tor-Drop oder wie? Also, den Anschein nach, den Medivac zu urteilen, der jetzt hier so schnell es geht, ohne irgendein Add-on-Gebäude gebaut wird, ja. Okay, bin ich echt gespannt. Habe ich gar keinen Plan, wie sich so ein Tor gegen. Naja, was haben wir denn? Zwei Reaper? Okay, zwei Reaper. Aber der Cyclone ist auf dem Weg und ich glaube, der Cyclone kann den Tor schlagen. Tor geht hier auch schon direkt in den Single-Unit-Air-Modus. Ist ja also bereit, alles, was Phoenix in die Luft schickt, direkt zu bestrafen mit sehr viel Range. Ja, Phoenix lässt den Cyclone auch in weiser Voraussicht zu Hause. Das gefällt mir gut.
Felix liefert sich hier drüben Reaper 1 gegen 1, ahnt aber noch nicht, dass es jetzt soweit ist, dass er ein Tor in der Basis hat. Der One-Shotted Worker. Ei. Ja, hat ja diesen Double Unangenehm. Attack. Tja. Dreißig mal zwei oder sowas. Ah, oh, das ist ja mies. Ungefähr. Das ist ja richtig mies. Man kann den dieses Lock-on blocken, indem man den Tor in den Medi weglädt. Das ist. Eieiei. Ja, und mit dem Liberator kannst du nicht kommen, der wird sofort weggeschossen. Das ist jetzt die Frage. Wie macht man das am besten mit einem Siege Tank, dass man den Siege kriegt, bevor er weg ist? Das. Ja, und vor allen Dingen bringt das ja auch nichts, weil du den Tor in Medivac laden kannst und dann auf den Siege Tank draufkloppen kannst. Ich glaube, Marines sind da die einzige Option. Der Siege Tank holt ihn sich. Puh. Knappe Geschichte. Ja. Aber so im Nachhinein, die Worker sind gleich. Die Basen auch ungefähr. Noch, denn hier bahnt sich jetzt der Liberator an, der aber einen Worker holt und die anderen erstmal zwingt. Liberator gegen Liberator. Und Tor. Ja. Heißt, der eine Tordrop war noch nicht genug. Der nächste Tor wird mit eingesteckt und fliegt auf den Weg nach drüben. Eieiei. Aber jetzt hier zwei Vikings. Die können zumindest den Medivac wegdrücken und ohne Medivac ist der Tor dann auch nur noch halb so stark. Tank, eben gerade hatte er nur noch irgendwie einen Hauch eines Balkens. Ich schätze mal, das waren unter 5 HP. Naja, Phoenix wird den Drop hier, glaube ich, gut abfangen können. Und hat sogar ja auch schon eine dritte Basis. Also diesmal sieht die Economy doch deutlich besser aus. Ach, er hat hier den Liberator verpasst. Hast du das gesehen? Ach, Ich schaue Mist. gerade hier, dass das Tor wurde hier eiskalt rausgenommen. Ja, Oh, der das habe ich nicht Liberator hier gesehen. oben, der hat 7 Worker sich gegönnt, wird jetzt erst von den Vikings verscheucht. Insgesamt, der Battle Report, haben sie sich nicht viel genommen und gegeben, würde ich sagen. Jedoch Riegel jetzt mit dem Worker Lead, würde ich sagen, besser rausgekommen, auch wenn da der Tor nur einen Siege Tank mit ins Grab genommen hat. Aber die Tore sind unendlich. Der nächste ist schon wieder auf dem Weg. Ah, das sieht man auch selten im TVT, dass da einfach Bio versus Mech gespielt wird. Tordrops, da kannst du dich schon mal in den nächsten Übungsspielen drauf vorbereiten. Ist auf jeden Fall ein lustiger Bild. Und man braucht ganz schön viel Gas am Anfang. Das ist wahr, also so ein Tor kostet ja 300, 250, ich weiß nicht. Terraner, Kosten sind mir am wenigsten klar. Phoenix jetzt hier mit einer sehr weit gefächerten Crew aus Marines guckt, ob es vierte oder gar fünfte Basen gibt. Wird aber nicht mal eine dritte finden. Die dürfte aber schon fertig sein mittlerweile. Ja. Die ist noch nicht abgehoben und auch noch nicht transformiert. Und es gibt tatsächlich einen Upgrade Supply für Riegel, der hier schon plus 1 Armor hat. Aber immer noch kein Stim. Ja, er spielt ja auch Mech, baut ja keine Marines. Wahre Geschichte. Das ist ein ordentlicher Push.
Viking gelassen. Ist unangenehm für Phönix, der hier ohne Medivacs fightet. Wo sind die Die ganzen Seasteins. Medivacs? Wo sind die denn? Ach, Siege-Tank hat sich selbst rausgenommen mit Jo. seinen. Also der andere hat den einen rausgenommen, so rum. Das sieht nicht gut aus. Phoenix hier auch production-technisch gar nicht mal so viel am Nachbauen. Hat hier aber auch ja noch nicht so viel Production überhaupt am Stehen. Also Sneaky, Phoenix fliegt seine dritte Basis gerade zu seiner, was ist denn das? Fünften normalerweise? jo, ich würde es als vierte slash fünfte bezeichnen. Allerdings jetzt hier der Marine Drop von Phoenix auch in den Weiten von Riegel und verscheucht die Hm? Arbeiter, nimmt acht mit. Das ist echt nicht verkehrt. Der Liberator. Das wird übel. Hinten geht es aber jetzt zur Sache, es werden alle Vikings rausgenommen, die Phoenix hier zu bieten hat. Und damit Die sieht es nicht Siege-Tanks gut werden aus. auch rausgenommen. Ja, damit sieht es nicht gut aus für High Ground Vision oder sonst was. Und das ist im Riegel auch eigentlich egal, denn der läuft hier mit den einem Tor mit drei Arbeitern zur Unterstützung einfach durch. Und versteckt sich hier in dem safen Liberator-Kreis. Ist ein bisschen wie diese Kampagnenmission gerade mit dem Odin. Der Liberator ist rausgenommen, immerhin, aber Ja, aber da nützt alles nichts. war viel zu viel von Riegel in der Basis. Und Phoenix gibt auch diese Map ab und Riegel holt sich das 2 zu 0. Ja, und das auch schon, waren schon gute Builds dabei, fand ich. Also. Ja, wie gesagt, diesen Tordrop, den merke ich mir ganz speziell für dich fürs nächste Mal. Hier ist ein 2-0 und dann schauen wir mal, welche Cash in die Tasche kriegt. Lucky Luke scheint Cash in der Tasche zu haben. Das ist in der Tat wahr. Cash in die Tasche für Lucky Luke und die nächste Runde, wo Fenrak dann eher nicht reingeht, um der gute Samariter zu sein, um ein bisschen Gold zu verteilen, denn es betrifft ein Match, wo er selber teilnimmt, und zwar gegen Lelis. Ich baue fix die Prediction rein. Es wird jetzt ein Sie wie Sie, richtig? Richtig. Jetzt gehen die guten Spiele los, würde ich sagen. Ja, ach, ich finde, Sie wie Sie kann schon interessant sein. Halt je nach Spielstil der Leute. Ich finde ja Zerg sowieso am interessantesten. Wie dem auch sei, schauen wir rein in Game 1, wo wir uns wieder auf Tropical Sacrifice wiederfinden werden.
Damit hole ich euch auch rein in dieser Begegnung zwischen zwei Zerg. Unten links in Blau vom Team X. Bin ich auch nicht ganz sicher. Der gute alte Lelis. Der Gegner oben rechts in der Ecke, der rote Sir Fenrak. Ja, Fenrak hier auch im Chat vertreten, kann uns gleich bei jedem Ereignis, was uns wundert, aufklären, was ist wirklich passiert. Öffnet hier ganz standardmäßig mit einer zweiten, keine Early Pool Shenanigans. Und auch Lelis spiegelt den Bild sozusagen in der Production sehr, ja, Genau. haargenau das gleiche. Bisher, hier kommt das erste Gas, da kommt das erste Gas. So wie wir es alle kennen und respektieren bei Zerg-Spielern. Ist die Frage, ob dann links gebaut werden, eventuell Bane links, oder ob dann gleich auf Roaches gegangen wird. Ich denke, das Ganze ist ja hier so um die 4K rum, hätte ich gesagt. Was sagt der Chatbefehl dazu? Oh, um die 4K rum, war ich richtig. Da erwarte ich schon, dass so Early Ling Bane Harass doch keine Seltenheit ist, gerade im Zerg gegen Zerg. Ja, aber ich glaube auch auf dem Niveau gibt es Leute, die kein Bending-Nest bauen. Und ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Ja, bin ich ja schon immer der Meinung gewesen, wenn man das gut wallen kann. Allerdings finde ich Tropical Sacrifice ist eine äußerst undankbare Map dafür, hier eine Wall hinzustellen. Ah, sieht so aus. Lel ist kein Zirkling-Speed. Ah, stimmt, X war Team Phoenix, ich erinnere mich. Jo, das steht auch eigentlich auf diesem kleinen lebenden Dekal oder so. Eben nicht bemerkt. Die ersten Linge sagen sich Hallo. Hier an der Zahl bei beiden. Jetzt kommt es drauf an, wer nimmt hier die ersten Linge raus. Allerdings Ah, zwei jetzt kommt ein Greens. Dienst dazu. Und Klasse. damit hat sich Lelis hier den unschlagbaren Vorteil von zwei Lingen vorne geholt. Oh, es ist aber ein sehr schneller Leer von Lelis. Können wir bei Fenrak das Baneling-Nest sehen? Und auch hier schon die dritte angestartet vor ein paar Sekündchen. Ah ja, und da haben wir die angesprochene Wall. Geht tatsächlich. Also, so schlimm sieht es gar nicht aus. Ja, das findest du immer noch, sieht nicht so schlimm aus. Naja, ich meine, Lelis hat ja auch gerade gesehen, dass da ein ganzer Haufen Linge kommt. Ist aber auch echt eine breite Rampe und muss man so sagen. Da hat sich Lelis jetzt komplett eingewallt. Ah, ne, hier wird nochmal abgebrochen und. Ah ne, Aber die das Wall ist ist doch trotzdem trotzdem eine zu, komplette ja. Wall. Ja. Dachte vielleicht, der Schlitz wäre größer, aber ist er nicht. Oh, Ja, war und so ein. damit dürfte Fenrak auch genug Zeit haben, seinen eigenen Roachhorn zu bauen. Es sei denn, es kommen hier Sneaky Mutas im Hintergrund, aber da hat jemand wohl keine solchen Pläne. Es sieht mir eher aus, dass hier ein zweiter Roachhorn reingesnitcht wurde. Als Ach, ich glaube, könnte das war da. bloß, falls der erste verloren gegangen wäre. Zum Möglich. Backup. Es wäre eigentlich auch schon Burrow auf dem Weg. Wahre Sehe ich auch so. Geschichte.
Aha, dass Sledis jetzt hier um seine dritte sich über freikämpfen muss, das ist nicht gut für ihn. Es wird ihn in der Production von den Roaches echt weit nach hinten werfen. Allein weil er keine dritte Basis hat. Sind alles die Eier, die man braucht. Und hier sind jetzt auch die Linge da, die jegliche Probe empfangen wollen. Holen sich aber jetzt natürlich hier noch von den Mietlingen ab, die aus der Evo Chamber hier gekommen sind. Hat Fenrak wahrscheinlich gerade nicht hingeguckt. Aber Fenrak weiß auf jeden Fall, dass die dritte jetzt auf dem Weg ist. Und ja, kann da auf jeden Fall ein bisschen ablesen, wie so der Game State ist. Aus meiner Sicht ist er dank dieses Full-Wall-Blocks weit vorne jetzt, da die Production besser ist und auch Worker und Army Supply deutlich höher. Hier wird jetzt ein Queen Grubs rausgenommen. Ja, Sehr, sehr, unangenehm. sehr, sehr schlecht abgebogen da. Das wollte Lelis wahrscheinlich auch nicht, dass die da so einen Cut machen und nochmal sich abholen von allem. Ja. Und ja, Lelis in einer sehr unangenehmen Position, drückt jetzt weiter Roaches und Ravager mit Upgrades, ist, was Upgrades angeht, allerdings ein bisschen weit vor Fenrak. Ein ganzes Upgrade wird es wahrscheinlich sein, wenn bei beiden das erste beziehungsweise das zweite fertig ist. Na, das sind doch dann zwei Upgrades tatsächlich. Also, er hat ja auch noch Carapace auf dem Weg. Ah ja, sehe ich. Ja. Ah. Ja, das ist auf jeden Fall eine Win-Condition. Jetzt ist die Frage, Masse oder Fenrak Klasse? baut hier auch einen zweiten Roachhorn. Warum macht ihr euch das? Das muss doch verklickt sein. Könnte mir vorstellen, dass man einfach nicht den Roachwurm rausgesniped kriegen möchte, weil dann ist es schnell vorbei. Ha, jetzt kommt tatsächlich Büro hier bei Fenrak. Oder Fenrak hat meine Worte gehört und zieht es durch, damit ich nicht enttäuscht bin und Roaches sehen kann. Das scheint so. Freut mich. Fenrak ist einer von den Guten. Hat jetzt seine vierte Basis auch schon fertig. Im Gegensatz zu Lelis. Da ist die dritte jetzt schon voll in Klammern saturiert. Das eine Gas wünscht sich noch Beachtung. Die Worker stehen auch quasi schon daneben bereit, aber keine Lust. Hier drüben treffen sich gleich die Roach-Fronten. Allerdings Fenrak hier von hinten und von vorne konnte aber leider. Hat gut die Beine gefressen von Lelis. Ich wollte sagen, konnte leider den Surround hier nicht ganz holen, dass es kein Vor- und Zurück mehr gibt. Das wäre sonst für Lelis echt ungut ausgegangen. In der Tat. Währenddessen hier unten wieder am Fighten. Lelis an sich die bessere Concave. Und schöne Beils. Die haben gesessen. Ja, Fenrak allerdings mit dem Defenders-Vorteil und kann somit den Push wegdrücken wieder. Jupp, das ist halt das Ding, wenn man als Zerg mit Roaches angreifen möchte, muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Hier kommt allerdings jetzt zu meiner Freude wahrscheinlich der erste kleine Squad, der sich reinsneaken möchte, auf der linken Seite. Ah ja. Da leider entdeckt. Schade. Lelis holt sich aber jetzt auch für Roaches. Auch klasse. Oh, und holt sich ein Hydra denn? Da bin ich gespannt. Roaches jetzt hier so ein bisschen am Ablenken, verhindern, dass hier noch eine fünfte gebaut wird. Währenddessen Fenrak auch in der Mitte vorrückt und schon mal ein paar Queens rausgenommen hat. Warum war da eine Queen? Wo war eine Queen? In der Mitte.
Oh. Hat sich bestimmt nur verlaufen. Oh, hier wird jetzt auch die andere Förde schon vorm Bau verhindert und so langsam sieht das für Lelis so aus, als könnte sich das Spiel in Richtung entwickeln, die ihm nicht gefällt. Hier sind Ja. schöne Concaves gebaut von Fenrak. Auch die Beils sitzen da mitten in der Armee, da wo es weh tut. Allerdings jetzt Lelis mit dem Defenders Advantage hier. Ja, die 10 Roaches, die er eben gebaut hat, gepoppt sind. Auf der anderen Seite kommen jetzt aber 17 Roaches nach. Hier werden auch wieder 13 Roaches nachgedrückt. Das Hydra denn. Ist auf beiden Seiten fertig. Ist auf beiden Seiten fertig und Fenrak macht sogar noch eine Stufe weiter Lurker draus. Hier die Roaches auch wieder frech am Queens poppen. Werden direkt bestraft und hier unten geht es direkt weiter mit dem nächsten Base-Kill von Fenrak. Lelis ist jetzt nur noch 2-Base. Unangenehme Situation. Durchaus. Und hier die Bureauches von Lelis wurden auch entdeckt. Jupp, die Aber es blinken versuchen. sich schön auf, das gefällt mir. Was zu machen, aber hier unten geht der Fight weiter. Lelis hat jetzt hier die Armee von Fenrir gut eingekreist bekommen und holt sich hier richtig viele Roaches ab. Auch die Ravager fast nullifiziert. Und Fenrir antwortet darauf mit 17 Hydras. Jetzt wird's Aha. interessant. Da, die haben auf jeden Fall schon mal einen guten DPS. Haben die Upgrades? Nope, die Hydras haben keine Upgrades. Plus 2, das muss reichen. Ja. Die Ich finde es ja auch Lurker. herrlich, dass Lelis keinen Workers, keinen Linkspeed hat. Ja, der Lurker droppt aber auch nur um. Hier jetzt 21 Worker hat Fenrir gekostet, das nochmal zu deffen, ohne viel zu verlieren dabei, denn er möchte ja eigentlich die Lurker jetzt so endlich mal rausbringen und nicht auf den Hydras bleiben. Einer ist schon dabei, gräbt sich jetzt leider nicht so richtig ein, jetzt wo es zu spät ist. Aber insgesamt Fenrir hier mit dem deutlichsten Army-Vorteil, da bei Lelis gerade die Basen alle wieder frisch hochgekommen sind, die er verloren hatte. Mir fehlen hier aber auch echt die Upgrades. Ah, jetzt endlich kommt hier sowas wie die Range und das schnelle Eingraben von den Lurkern. Das ist so wichtig. Ah, und die Hydras-Upgrades kommen auch. Lelis jetzt auch die Lurker Transition am Starten, hat hier auch schon Infestation Pit, um in den Hive zu gehen, den hier Fenrak schon eine ganze Weile hat. Locker Range Upgrade ist nämlich auch fast durch und damit würde ich sagen, sieht's nicht gut aus für Lelis. Ah, und auch die Armee war viel kleiner. Jupp. Fenrak hier von Anfang an das Game für sich quasi geschwungen. Mit diesem geforsten Two-Base-Block-In. Ja, der hat mir sehr gefallen. Auch, dass er die Linge immer wieder rein und raus geschickt hat, so dass er nicht alle gleichzeitig verloren hat und aber auch die Evo Chamber nicht abgebrochen werden konnte. Das war wichtig. Das ist genau. Das, was man auch haben will, dass diese Gebäude durchkommen, weil am Anfang nur mit Queens vor allem dauert es echt eine ganze Weile, bis man da so ein Gebäude bricht. So. Karte 2 wurde gespielt auf Stargazers, eine meiner Maps, die ich aus dem Pool verbannt habe. Aus gutem Grund. Als Zerg hat man da, finde ich, nicht so die geilsten Vorteile eigentlich. Im CVC ist es dann aber auch irgendwie irrelevant. Das ist wahr, aber Da können keine Blinkstalker kommen und deine
Naja, was auch immer, wie viel die Basis, die du hier freischaufeln musst, erstmal. Terrassen. Wie dem auch sei, oben rechts haben wir vom Team Phoenix in Blau als Zirk den guten Lennis. Und sein Gegner in Rot in der linken oberen Ecke. Es ist Fenrak. Na, wie gesagt, ich finde halt diese beiden Basen hier, die jeder zur Verfügung hat, zum Freiknuspern. Ah, weiß nicht, als Zirk irgendwie am unangenehmsten. Oho, hier gibt es einen. Pool, aber der war gar nicht so schnell. Das war ein 17er Pool, glaube ich. Und keine zweite von Fenrak. Da bin ich gespannt, was da für ein Bild draus wird. Fenrak wird der Pool schon fast zwei Drittel fertig sein, bevor Lelis überhaupt einen startet. Das heißt, hier wird auf Zeit gespielt. Jetzt aber auch die Basis, die zweite von Fenrak. Ha. Oder es war vielleicht auch nur ein vorsichtiges Ding, da man ja oft in einem Zerg gegen Zerg davon ausgehen kann, der andere macht vielleicht den 12-Pool und da will man dann besser Ah. vorbereitet sein mit einem vorsichtigen Early-Pool. Könnte sein. Wobei Fenrak gleich sehen wird, dass hier eine zweite gebaut wurde und jetzt auch schon zur pünktlichen Zeit, wie man es so kennt, fertig ist. Daher erstmal eher wenig Sorge auf dem Early Pool. Daher schickt er direkt seine Linge rüber und hofft, dass er damit ein paar Arbeiter absnitchen kann. Lelis hat jetzt hier gescoutet, dass die zweite Base von Fenrak doch ein bisschen später ist als normal und hat als Reaktion gleich mal ein paar Linge mehr gebaut. Aber das war's auch. Ja, ich meine, man muss ja nicht übertreiben, aber damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite gegen eventuelle 6 bis 8 Linge, die da schon da sein könnten. Und da will man nicht erst anfangen, die zu bauen. Ah, Lilith ist offensichtlich nicht so ganz sicher, was er macht. Er hat auf jeden Fall keinen Linkspeed angedrückt, hat jetzt einen Leer angefangen, den aber auch wieder abgebrochen. Jetzt kommt hier Roachworn Ivo. Das heißt, eventuell, da auch hier noch keine dritte ist, wird jetzt so ein Two-Base-Roach All-In geplant. Fenrak hier mit der dritten schon fast zur Hälfte fertig. Und Banning Nest hat er auch auf dem Weg. Fenrak hier mit dem Ling gegen Ling auf seiner Seite, was er siegreich davon trägt, geht jetzt auch wieder rüber, wird hier aber auf eine kleinere Wand stoßen, die er, denke ich, erstmal nicht durchdringen kann mit der Anzahl an Dingen. Geht auch direkt wieder weg. Na, ich glaube, nochmal wird sich Lelis auch nicht komplett einbauen. Lelis hier aber mit den Upgrades für Mii, obwohl noch kein Linkspeed da ist. Jetzt würde ich eher sagen, er hat den Linkspeed schlicht und ergreifend vergessen. Ja, oder? Ne, jetzt Oh hat er ja, angemacht. er Oh, hat ihn wirklich jetzt vergessen. hat er es gehört, was wir hier erzählen. Oder er wollte sich einfach einen schnellen Roachworn leisten können. Ah, Obwohl, so viel kostet nee. er auch nicht, ne? Nee, das machst du auch für einen schnellen Roachworn. Machst du einen frühen Pool, um dann frühen Roachworn zu nehmen, direkt nachdem der Pool fertig ist. Eigentlich ein Zerg gegen Zerg auch nicht so gut. Lelis holt sich jetzt gleich die dritte, die Inbase-Dritte. Hat er gerade schon freigegraben. Und Fenrak hat währenddessen aber schon eine ganze Weile seine dritte Basis hier draußen. Und hat auch einen deutlichen Worker Supply Lead.
Ist Lell ist auch. jetzt mit 16 Lingen auf dem Weg. Fenrak hier ganz erpicht auf das Gas, wie es aussieht. Hier werden zwei Extraktoren direkt mit 3-3 angestartet. Und der Grund Denn dafür ist in der Main Base. sehe ich und er freut mich auch. Auch Elit merkt, dass hier irgendwas Gutes heute passiert. Aber auch Lelis denkt sich, wo ist es? Ich find's nicht. Ha, er baut auch das Hier Beil. oben, direkt das Eieiei, hier kommen Gleiche. einige Linge an. Und, ich habe einen Baning-Knall gehört gerade so. Der hat aber gar nicht so viel mitgenommen. Das Oh, jetzt war. aber hier große Gefahr. Das war knapp. Ja. Lelis spaltet da schön einzelne Linge ab, um die Banningen zu töten. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist sehr, sehr, sehr Oh, gutes klasse. Micro hier bewiesen. Wirklich? Warum spielt er nicht mehr Ling Bane? Ah, die Linge machen so viel Arbeit. 20 Die. Worker, bevor hier die Mutas klären können. Ja. Wird es noch ein 21er? Ja, wird es. Schweinerei. Und die nächsten Linge sind hier auf dem Weg rein zu fluten. Oder Boah, auch Lell ist mit. nicht. Bleiben hier an den zwei Mineral Patches hängen. Gutes Lell ist mit Map-Design. 6 Spore-Crawlern. Das ist unordentlich. Finde ich aber nicht verkehrt. Spore-Crawler sind die krassesten Counter gegen Mutas, was so Damage-technisch angeht, weil die ja den Bonus auf Bio kriegen. Und sind dann halt schon wie Marines mit Raketenwerfern. Der Baneling hat richtig viel abgeholt. Das war ein guter Hit. Ja. Fenrak lässt hier tatsächlich von den Links auch ein bisschen austribbeln und schickt seine Mutas hinterher, die am Ende gar nicht so viel machen. Und warum laufen hier Worker rüber von Lelis? Das ist eine gute Frage. Da denkt sich Fenrak auch, Dankeschön, die nehme ich mit. Oh, 5 Worker gratis, der 6. Will er hier drüben meinen oder? Ist nicht. Frechheit. Das finde ich klasse. So, jetzt die Mutas. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Holen sich hier erstmal ein paar Overlords ab, wie es aussieht. Ist auch wirklich eine sichere Variante, Value zu erzeugen mit denen, finde ich. Also. Overlords sind gerade auch immer gerne mal noch nicht mit Speed versehen und kommen dann auch nicht weg. Hier die Gegenmutas am Start. Jetzt allerdings Ja, sind schon deutlich weniger. auch surrounded worden. Am Anfang ist da Lelis ein bisschen zu weit geflogen. Aber mit Queens im Nacken sind dann auch 4 Mutas gefährlich. Das Praktikum als War Drone. Klasse. Ich hätte mich gefreut, wenn der Spockroller durchgekommen wäre. Hätte ich gefeiert. Ich glaube, ich hätte ihn einfach durchkommen lassen. Haben sie sich verdient. Dann sehe ich da kämpft. Schön. Jetzt auch hier Lelis mit halt viel zu wenigen Mutas und wenn wir auf die Upgrades kurz gucken, gibt es noch keine. Sind aber auf dem Weg. Ja, aber auch nur bei Lelis. Jetzt erst hat Fenrak auch das 1 Attack Upgrade für die Mutas angedrückt. Der geht erstmal auf Masse. Muss er ja auch, also. Und da steht es momentan 22 gegen 6 Mutas. Also Fenrak hat hier die Mutter Flügel an. Ich weiß nicht, ob die Hosen tragen. Die müssen ja irgendwie schießen. Wie würde ein Muter eine Hose tragen? Das alte
philosophische Rätsel wie Dinge ohne Beine Hosen tragen. Corruptor jetzt auf Seiten von Lelis. Ich weiß gar nicht, sind Corruptor gut gegen Mutas? Kommt auf die Anzahl an. Also einzelne Corruptor werden schon eher ausgelacht und weggeschossen, aber mit mehreren willst du dich dann nicht anlegen unbedingt, weil die halt schon so eine harte Platte haben. Aber viel Schaden gegen die Mutas dürften die ja nicht machen. Aber die machen sich gegenseitig nicht übermäßig viel Schaden. Aber ich meine, Corruptor hat ja trotzdem genug Schaden an Bord. Hat ja auch nur den Bonus gegen massive Einheiten. Ja, seit Lelis hier kommt tatsächlich schon der Lurkerden. Das Infestation Bit wurde auch gebaut, währenddessen Fenrak hier mehr auf Roaches noch setzt, also wieder mal auf Masse geht. Ja, ich meine, Heißt. da keiner von ihnen es mit R beenden kann, muss es irgendwie weitergehen. Allerdings finde ich Fenrak hier mit deutlich mehr Basen am Start. Hoffe hier, dass Lelis hier die vierte aufbauen und halten kann, sonst sieht es gar nicht gut aus, was so das Income angeht, da jetzt auch Fenrak maxed ist und sich eine Bank zurechtlegen kann. Lelis hier mit einem Ding-Ling Run by. Bin ich gespannt, ob er da was holen kann. An die Banning soll Basis hier es auch geben. unten. Das ist gar nicht so viel. Es ist so eine Gasbasis für die Mutas gewesen. Ja. Oh, da kommen auch alle Mutas direkt zurück. Oh, Hier die oben geht aber ein Beils. dicker Fight ab. Beils haben richtig viel Schaden bei den R-Einheiten gemacht. Ich sehe gerade die Corruptor hier mit sehr wenig Leben. Ja, sind auch einige gestorben. Damit haben wir die Antwort auf die Frage, kann Lelis hier die Basis aufbauen und halten? Die Antwort ist nein. Allerdings sind jetzt hier auch die Dinge dick beschäftigt in der Basis von Fenrak. 17 Worker hat's mitgenommen. Und daher Worker-technisch ausgeglichen, Army-technisch immer noch Fenrak hier mit einem deutlich größeren Zerg-Knüppel. Könnte, Ah. denke ich, einfach drüber rennen, aber das wissen leider auch nur wir so. Gerade auch wenn er da Vision mit Stimmt. hat und die Lurker, die hier so schön in einem Dreieck stehen, rausgebeilt bekommt. Dafür hat die Ja, ja oder recht auch die viele Mutas. Roaches. Nein, Mutas machen ja auch Sachen. Und so viel R hat Lelis gar nicht mehr. Das sieht Ah, aber mager jetzt die aus. Hydras. Jetzt die Hydras. Die können das Ganze bestimmt wegtreiben. Dürfen sich nur nicht out of position baiten lassen. Das ist ja immer das, was man mit Hydras gerne mal macht. Ich habe ein bisschen Angst, dass Fenrak sich jetzt ein bisschen zu viel Zeit lässt und die ganzen Upgrades finishen. Sieht aber dann doch nicht so aus. Fenrak hat gehört, was ich gemeint habe. Er könnte ja eigentlich jetzt relativ schnell drüber rollen und macht das auch. Hat auch schön vorher die Armee ein bisschen verteilt, um von allen Seiten zu kommen. Schönes Engagement. Jupp hat mir auch gefallen. Also relativ sicher gespielt. Erstmal 200 gesichert und also 200 Supply gesichert und ein bisschen Bank abgewartet, damit man da immer schön nachdrücken kann. Und dann den Stein ins Rollen gebracht. So, damit haben wir den dritten Spieltag, da ja Happy raus ist, auch beendet. Die Tabelle müsste ich erst noch mal aktualisieren. Das schaffe ich leider nicht nebenbei.
Gibt mir ein Sekündchen. Währenddessen kann euch Oskar ja unterhalten mit den Predictions, die er für den vierten Spieltag hat. Predictions für den vierten Spieltag, alles klar. Da haben wir ein Matches Le Complete gegen Phoenix und Riegel gegen Lelis. Tja, Le Complete ist ja leider Erster, hat auch noch kein, also doch ein Spiel von, nur verloren bisher. Und deswegen, na, muss ich sagen, denke ich, Le Complete gewinnt, auch wenn ich natürlich mein Herz für Phoenix schlägt. Der sollte. Ich hoffe, er gewinnt, aber ich denke, er tut es nicht. Ich Ja, und glaube an Riegel, ihn. du glaubst an ihn? Ich glaube an ihn. Das freut mich. Riegel gegen Lelis. Ja, Lelis fand ich ja an sich gar nicht so schlecht gerade. Auch wenn Fenrak besser war natürlich. Und Riegel. Tja, da bin ich mir äußerst unsicher. Aber dadurch, dass ich schon so oft als Terraner gegen Zerg verloren habe, denke ich, dass der Zerg gewinnt. Ja, also meine Prediction ist im ersten Spiel ein 2-1 für Le Complete und im zweiten Spiel ein 2-0 für Lelis. Okay, ich glaube an Phoenix. Ich sag erstes Game 2-1 für Phoenix. Tut mir leid, Shitty. Ich muss Phoenix unterstützen hier an der Stelle. Du hast ja die Sir-Krasse quasi in dieser Season so ein bisschen im Stich gelassen. Daher ist Phoenix jetzt mein neuer Freund. Und ich habe es auch mittlerweile geschafft, hoffentlich, das Ganze hier in die Tabelle mit reinzubringen. Fenrak jetzt hier auf dem zweiten Platz. Ist das aktuell? Ist Oder? aktualisiert. Ja, doch. Phoenix leider jetzt auf den fünften zurückgefallen. Riegel ist aufgestiegen vom vierten jetzt auf den dritten. Und Lelis Ist ist auf dem den vierten. vierten gerutscht, so rum. Genau. Und jetzt ist die Frage, wird Le Complete seine bisher makellose Führung, na, bis auf eine Map, aber bisher doch Series-technisch makellos halten können? Denn ich würde sagen, wir gehen auch ohne weitere Umschweife in das Protoss gegen Terran Game. Willst du hier noch so Die Wetten machen? Prediction-Auflösung, genau. Gut, dass du es sagst. Lass mich kurz. Ja, ich habe es auch gemerkt, dass du schon geupdatet hast. Ich habe, bevor du es geschrieben hast, gerade diese Liste angeguckt und mich gefragt, wie geht's denn hier weiter? Warum ist denn das schon alles eingetragen? Aber ja. Danke dafür. Und Lucky Luke fragt sich nach seinen Moneten. Das lässt sich einrichten. Denn Enrak hat Kerrigan stolz gemacht. Nächste Prediction starte ich auch direkt an, bevor ich das erst wieder in Map 2 bemerke. PvT. Es ist, kann schon immer sehr tech-heavy werden, finde ich. Bin gespannt, wie Phoenix spielt. Ja, ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht wirklich gegen Rotos spielen sehen. Erste Map wird mal wieder das gute alte tropische Opfer. Es ist äußerst beliebt heute. Boah, weiß nicht, also ich mag die Map nicht. Ja, du siehst ja aber auch immer nichts. Ja, auch Und dann dieser. dunkler Hintergrund.
dieser Abstand vor allem zwischen Zwischen den der Bases. zweiten und der ersten. Lass mich kurz noch die anderen mit reinholen. Dieser Abstand hier zwischen den Basen ist so groß als irgendwas. So, der Creep kommt da nicht richtig ran. So eine Riesenlücke. Wie dem auch sei. Unten links haben wir vom Leipzig Esports diesmal in Lila als Terraner den guten alten Phoenix. Und sein Gegner, der gelbe Protoss in der oberen rechten Ecke, es ist Le Complete, aka Shitty. Oh. Momentan ohne zumindest Team Tech unterwegs. Wieder die aktuelle Situation ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der TSV Burgdorf wohl nicht mehr aktuell war, aber da muss man ihn, glaube ich, selbst fragen, wenn man es wissen will. Im Chat gehen hier schon die Wetten und Wettbetrug, so wie ich das sehe, ab. Wettet man da eigentlich nur auf den Gewinner oder auch auf die, also wie die Matches an sich laufen? Nur der Series-Gewinner. Le Ist auf jeden Fall. Complete hier mit einer ungewöhnlichen Gateway-Position, wie ich finde. Wollte ich auch gerade sagen. Aber ich meine, da wird der Pylon für das Gateway auf jeden Fall nicht weggerissen. Ist eigentlich ganz okay. Oh, und hier kommen echt frühe Zealots, die auch gechrono-boostet wurden. Jetzt abgebrochen. Hat sich doch für eine zweite entschieden. Tja, das war auch, glaube ich, ganz gut so. Denn gegen den Reaper macht so ein Zealot ja auch nichts. Ja, nee, Treffen überhaupt sich nicht. sogar. Puh. Da ist der Reaper wohl nicht auf Attack-Move. Jetzt hätte der Zealot den Reaper abholen müssen, nachdem wir hier einen Zealot schlecht machen. Ja, ich meine, mehr DPS hat er, glaube ich, sogar. Das auf jeden Fall, also wenn sich beide attacken, dann ist der Reaper geliefert. Dem ist aber gerade alles egal, der holt sich vom Zealot ab, der holt sich vom Stalker ab, der hat nur ein Ziel und zwar die Mineraline an der Main. Ja, er schafft es aber nicht, einen Arbeiter rauszunehmen. Nicht Aber viel. hat zumindest einen guten Scout bekommen, wo die Pylons stehen. Hat Leider er verliert er den Reaper. mit dem Leben bezahlt, jupp. Hier drüben der eine Zealot wartet auf die zweite, die da kommen wird demnächst. Wird aber erstmal umgebaut. Tja, und Le Complete geht hier auf Robo und Twilight Council. Was denkst du, holt er sich aus der Twilight Council? Blink oder Charge? Charge. Jo, glaube ich auch. Also ich halte es für das bessere Upgrade, bin ja aber auch bloß auf 3000 MMR, habe also nicht den meisten Plan. Und er holt Blink tatsächlich. Na gut. Dann will er was Earlier ausspielen. Ich hätte gedacht, er holt Charge und lässt das ein Makro-Game werden, um dann gegen die Tanks mit reinlaufen zu können. Aber es sieht so aus, als hat er gar nicht so viel Zeit. Ersten Stalker machen hier direkt Ärger, werden von einem Cyclone und zwei Marines abgefangen, aber der dritte Stalker mischt sich jetzt auch ein. Ach, auch herrlich, wie Le Complete hier gemicrot hat, so dass er einfach noch kein Leben auf den Stalkern verloren hat. Na, ist auch wichtig, wenn man was mit Stalkern early vorhat, dass man da so wenig Schaden wie möglich reinkommen lässt. Allerdings jetzt hier der erste Siege-Tank, der ein weiteres Vorlaufen verhindert. Jetzt ist die Frage, da ist Blink, da ist ein Robo, wird es ein Blink in die Mainbase dann später? Ja,
hat sich hier einen Siege-Tank-Schuss abgeholt und weiß, das wird nichts werden. Aber kann immer noch weiter die zweite harassen. Die fängt bald an zu brennen, wenn es so weitergeht. Jetzt der Siege-Tank nicht gesieged. Gerade Kommt mit so. 5 AP weg. Ah, und Blink ist auch noch nicht fertig. Trotzdem, deine Siege-Tank musst du dran glauben, wenn hier immer noch alle Stalker voll vertreten sind, wenn auch einige schwer Es angeschlagen. ist echt impressive. Sogar immer noch. Wie viel HP Jetzt. haben die denn so? Ah ja, 1 HP, 2 HP, 20 und 23. Klasse. Und jetzt, wo Blink fertig ist, gehen sie erstmal zurück. Und hier werden weitere Shenanigans geplant. Da kommt der Charge jetzt nämlich doch noch. Twilight Council ist auch auf dem Weg, genauso wie die Robotics Bay. Ganz schön viel Tech. Ganz schön viel Tech in der Tat. Aber ich erwarte auch ganz schön viele Drops in die Main Base mit verschiedenen. Der erste ist schon auf dem Weg mit 6 Marines. Ah. Ich meinte aber auch eigentlich von Lee Completey Drops mit verschiedenen Tech-Inhalten, sowas wie Disruptor Drops oder so. Oder die klassischen High Templar Drops. Oh, hier kommt jetzt aber erstmal der Blink von Le Complete in die Main Base. Jetzt in den Siege Tank Ja, reingeblinkt. schafft's einen wegzuholen, aber der zweite regelt. Hier unten aber jetzt die Stalker gerade so noch High Ground Vision durch das Prism hier rechts erhalten und damit ist die Basis komplett ohne Verteidigung mehr oder weniger bei Phoenix und er denkt sich, jo, das war's, das ist gelaufen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe nicht, dass Phoenix da jetzt, obwohl, doch für mich, wenn ich mir den Worker-Unterschied angucke, sind halt schon 20 Worker-Unterschied. Ist bitter, also. Ja, wo wäre auf jeden Fall sehr schwierig für Phoenix geworden, da noch zurückzukommen. Genau, die Zahl ist es. Ja, aber eine Map soll Phoenix auf jeden Fall bekommen. Ja, ich habe gesagt, es ist ein 2-1, das ist jetzt die eine Map, die sich shitty holt. Schauen wir, was sich Wasserfall auf Wasserfall so entwickeln wird für Phoenix in der zweiten Karte hier in dieser Series. Das ist eine schöne grüne Map, finde ich. Die mag ich. Ja, ich bin auch Aber großer Fan. vor allen Dingen vom Aussehen. So, diesmal oben rechts wieder in diesem schönen Lila vom Leipzig E-Sports, der gute alte Phoenix. Und sein Gegner, der gelbe Protoss in der linken unteren Ecke. Gerade 1-0 vorne. Es ist Le Complete. Mit diesem Standard-Profilbild hier. Und Richtiger wieder Smurf. einen interessanten Pylon-Placing, wie ich finde. Wer braucht schon Walls, wenn man offene Rampen haben kann? Ja, ich meine, gegen Terraner braucht man halt auch wirklich keine Wall. Ah, Fenrock, ich vermisse auch Moondance heute schon den ganzen Tag. Na, einmal haben wir es doch gesehen, ne? Ach nee, das war Stargazers, nicht Ja, Moondance. Stimmt. Moondance hatten wir heute noch nicht. Stimmt.
Nee, wegen dieser dritten, so halb Inbase oder zweiten, wie auch immer. Ja, das hat ja Moondance auch, nur nicht ganz so ergiebig. Dafür muss man aber auch nicht vorher was wegräumen. Hier nimmt jetzt Phoenix die Probe von The Complete eiskalt gefangen. Gemein. Ja, aber Le Complete sieht dadurch auch, dass es ein ziemlich standardmäßiges Opening ist. Ich schätze, da kommt jetzt auch gleich die zweite Basis. Würde ich auch von ausgehen. Bisher sieht es zumindest nicht so aus. Kein zweites Gas genommen. Also, was soll das schon groß kommen? Ja. Bei The Complete hier auch ganz normal. Zweites Cybercore gerade fertig. Erster Stalker kommt. Bisher keine verdächtigen Dinge auf dem Weg. Phoenix geht hier auf drei Baracken, ohne vorher einen Starport zu bauen. Da sollen wahrscheinlich dann doch relativ schnell die Upgrades für die Infanterie her. Oh, das sieht mir denn doch eher nach einem Timed Attack Push aus auf Seiten Könnte von gut sein. Phoenix. Aber auch auf Seiten von Le Complete sehe ich keine Robo, lediglich halt Twilight Council. Oh, der Dark Shrine kommt. Eieiei. Die Maps sind richtig garstig mit dem, was sie an nach außerhalb der Map scrollen erlauben. Also hier ist schon echt knapp vorbei. Wenn ich so, da wir in Peak-Mode immer die alten Maps spiele, überlege, wie weit man da auch mit den Einheiten raus kann, das ist hier echt limitiert. Da sind schon viele gute Overlords dran kaputt gegangen. Ja, meinst du so hinter der Basis lang fliegen und Genau, solche genau, Sachen? genau. Ah, ja. Der Reaper hat gerade geguckt, hat aber nichts gesehen quasi, außer zwei Stalker. Oh, der wurde ja von denen regelrecht in die vielen Arme genommen. Und daher hoffe ich, dass Phoenix sich den ein oder anderen Scan für später aufhebt. Während ich das sage, droppt er eiskalt zwei Mules und begibt sich damit in eine Zone der Gefahr. Hat jetzt aber auch schon seine eBay fertig. Hat also die Möglichkeit, Missile-Turrets zu bauen. Ah, die müssen dann schon stehen, wenn die DTs da sind, weil sobald die noch im Bau sind, da lacht man dann drüber. Hier kommt der Ja, erste. da kommen die ersten beiden Missile-Turrets und die sollten gerade so rechtzeitig fertig sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist hier perfekt für. Nicht schlecht. Da kennt Kostet jemand seine Timings. einen ganzen Marine das Ganze. Und ein Und ein Scan. Scan. Das ist auch nicht gerade wenig. Aber wirklich schön verteidigt hier von Phoenix. Trotzdem, Le Complete versucht es mit weiteren DTs, die jetzt da zwischen diesen beiden Dingern hier vorbeischlängeln sollen, den Missile Turrets. Allerdings Das ist der ist hier dritte auch noch ein Missile dritter. Turret. Tja. Auftrag der DTs ist es wohl jetzt zu bewachen, dass da keine dritte gebaut wird. Werden hier direkt auf Patrouille gesetzt und sind dann nur noch die Notification wert, wenn sie was angreifen oder selbst getötet werden. Phoenix
scheint jetzt dick pushen zu wollen und nimmt sogar die Jungs mit, wie es aussieht. Die Jungs wurden gepult. Das hat jetzt aber allerdings auch The Complete durch diesen Nee, ich wachsamen glaube sogar DT nicht. mitbekommen, dass da auf jeden Fall was losgeht. Ob er die Boys gesehen hat, ist die andere Frage. Ah, ich glaube, der war nur auf dem Low Ground. Der die TO sieht es jetzt aber definitiv. Könnte knapp gewesen sein. Nee, also er hat mit dem DT gesehen, dass keine Würfe mehr in der Ja. zweiten Basis sind. Ich dachte, du meinst den Observer, der da cross geflogen ist. Ach, diese paar DTs hier drin gefallen mir echt gut. Und leider Das liegt es leider nicht. Ja. Königs viel zu spät mit dem Scan, verliert jetzt hier alles. Und das Das war nicht nur ist. die Army, sondern auch 14 Worker, damit 22 gegen 56 Phoenix. Das Das ist sieht nicht gut eindeutig ein aus. GG. Auch keine dritte Basis, währenddessen Le Complete die dritte Basis schon fast saturated hat. Schade, schade. Hier gehen noch mal ein paar letzte Überlebende zurück, den Rest zu verteidigen, aber Complete hier mit dem ersten Immortal. Die Zealots kommen auch noch dazu und die haben auch schon Charge. Das wird schwierig zu halten. Aber auch schön zu sehen, dass Le Complete hier mit seinen DTs immer noch aktiv ist. Also er versucht es wenigstens und er scoutet damit auch immer, wie die Armee gerade unterwegs ist oder ob sie unterwegs ist. Auch der Observer hier fleißig im am Kreis fliegen. Und jetzt wird gesehen, dass die Boys ein weiteres Mal gepult werden. Ohoho. Und diesmal definitiv entdeckt, dass die Boys dabei sind. Yep. Aber Phoenix jetzt auch schön mit dem Raven, damit er die DTs auch auf jeden Fall sieht. Allerdings das, was er an Army hat, ist auch mit den Arbeitern immer noch weniger als das, was ihn empfangen wird. Leider schon, ja. Und woher Allerdings ja auch kommt's? noch kein Splash-Damage auf Seiten Le Complete. Er hat zwar Sturm, aber noch nicht die Energie. Jetzt kommt's auf die Arbeit der Siege Tanks an. Die siegen jetzt auch wieder rein und holen sich auch gute Siege-Tank-Shots an. Ein Kolossal kommt jetzt dazu und räumt leider viel zu schnell auch die Marines mit aus dem Weg und damit ist das Game auch schon entschieden. Das war der letzte Push von Phoenix. Das wussten wir, das wusste er. Ob Lee Complete es wusste, ist nicht ganz sicher, aber Ich bin mir ziemlich sicher, er wusste es auch. damit holt er sich auch die zweite Map und es wird. Du hast es, glaube ich, als 2-0 predicted, oder? Nee, 2-1. Ich habe ja gehofft, dass Phoenix auf jeden Fall noch eine Map holt. Schade, aber wahrscheinlich haben wir hier im Chat einen wahren Gewinner, der auch einen Wetteinsatz getätigt hat. Ja, in der Tat, da wurden gleich 5000 imaginäre Punkte auf den guten alten Le Complete gewettet und die werden jetzt natürlich ver-1,16-facht oder was es war. 1,16 nur. Ja, es kommt immer darauf an, wie groß die Gegenwette ist und die war da Ah, okay. nur bei 900 noch was. Lucky Luke hat sich so gefreut, dass Nightbot ihn direkt Schelle gegeben hat. Nightbot ist, glaube ich, immer noch ein bisschen aggressiv eingestellt. Mal sehen, wann das angenommen wird. Währenddessen ich die nächste Prediction starte. Kannst du ja was zu Riegel und Lelis sagen? Ich habe nämlich Schwierig. vergessen, was ich dazu gewählt hat. Na, ich habe auf jeden Fall einen 2-0 predicted für Lelis. Aber auch nur, weil mein TBC halt so schlecht ist. Tja.
Haben wir ja beide heute zwar schon gesehen, aber jeweils in einem Mirror-Matchup. Und das verrät dann auch gar nicht so viel, finde ich. Lucky Luke ist heiß, dann bitteschön 2 Minuten Zeit, sich zu entscheiden, wer sich die nächste Series holt. Und wir gehen direkt in das erste Game hinein. Inside and Out, Abwechslung, hey. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Es ist Tropical Sacrifice ist immer ein bisschen düster anzusehen. Gerade wenn man das über die Art und Weise sieht, wie ich es sehe. Von daher erlösend. Inside Out ist schön hell. Das geht alles klar. Zeige ich euch auch direkt. Mit dem guten Riegel hier unten links gespawnt als roter Terraner. Und sein Gegner in der oberen rechten Ecke, der blaue Protoss, würde ich sagen, der blaue Zerg Lelis vom Team Phoenix. Was Mühl ist, habe ich leider immer noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, ob es wer im Chat geschrieben hat und ich es nur übersehen hatte. Ist auf jeden Fall ein witziges Bildchen, was sich da dreht. Ist noch mit Liebe selbst gezeichnet. Oh, früher Pool von Lilith war, glaube ich, auch ein 16er, 17er Pool, eins von beiden. Hier wird auf Nummer sicher gegangen. Hier wird aber auch schon die zweite nicht geblockt. Lilith denkt sich aber, ja, well, ich hole eh eine dritte, whatever. Hat auch noch kein Gas. Das ist ein bisschen eine andere Build-Order auf jeden Fall. Man sitzt nicht zu früh auf den Linkspeed. Ich würde schätzen, gerade auch gegen Tyranner, der schnell zumachen kann und wo es ohne Banelinge eh nicht weitergeht, dass es nur zur Defensive ist, falls du jetzt im Blödsinn mit Bunkern kommst. Da hat man ja gar keinen Bock als Zerg drauf. Aber ich meine, man hat ja auch Creep. Okay, an der zweiten dann eher nicht, aber. Ja, Linge machen äußerst schlecht Kommt der Damage gegen Bunker. Bunker und da kommt ein Da kommt der Bunker. Bunker. Witzig. Den hat jetzt auch Lennis direkt im Blick und wird da die ersten Linge sofort drauf schicken. Die werden das Ganze auch verteidigt bekommen, da bin ich mir sicher. Definitiv, denn der Bunker wird nicht fertig und das Bunkerplay wurde abgewendet und der eine Reaper, der jetzt kommt, kann sich direkt schon mal gefasst machen, dass er in eine Queen rennen wird. Denn die ist schon fertig. Lauf, kleiner Ling. Traurig. Auch ein sehr früher Roachhorn hier von Lilith war das. Oh, vielleicht hat er ja so einen Early Roach Push vor mit ein paar Ravagern für Supply Depots und Siege Tanks und in einen Bunker, der hier steht. Jawohl. Hatte ich letztens auch probiert. Irgendwie habe ich es noch nicht so den Dreh raus, wie viel Gas man wo nimmt. Linkspeed ist auch noch nicht dann. Und auch noch nicht mal auf dem Weg. Schon. Ich bin gespannt, was der Plan ist hier. Früher leer auch. Soll da eventuell gleich hochgetaggt werden oder wie? Aber auch das Ganze auch nur von einem Gas. Linkspeed wird jetzt auch angeworfen, also bin mir auch nicht sicher, in welche Richtung das gehen soll bisher, aber lassen wir uns überraschen. Hier jetzt auch die dritte an der zweiten gleich fertig und da wird sich dann spätestens klären, in welche Richtung es nach den Lingen weitergehen soll. Ich schätze ja immer noch auf Roach mit Ravagern. Ja, könnte sein.
Banding ist, finde ich aber, glaube ich, auch nicht verkehrt. Oha, hier kommt ein Leadbeacon auf Seiten Riegels. Und der zweite Starport ist auch schon auf dem Weg. Alte Tirana Fleet Beacon. Jetzt ja aber auch der Scout von Lelis. Ich schätze, der wird das sehen. Ich denke auch bei dem zweiten Stargate Starport wird er schon skeptisch und findet hier unten auch den Fusion Core. Bezahlt die Reise aber wahrscheinlich mit seinem Leben gegen diesen Cyclone hier. In der Tat. Hier ist die Scouting Barrack am Start. Die fliegt jetzt ihre Runden über die Karte. Lelis reagiert darauf mit 5 Sporkrawlern und einem Spire. Und dront fleißig weiter dabei. Ich denke, da man ja Battlecruiser zu erwarten hat, sollte man sich hier, wenn man schon nicht wirklich viele Queens insgesamt am Start hat, also Das stimmt wirklich. Wie viele sind das denn? das ist Drei? tatsächlich so, es sind Ja, nur drei, drei. ja. Da sind die Wars in der Tat die richtige Wahl. Der sofortige Spire für die Corruptor muss auch sein. Denn es kommen gleich zwei Battlecruiser auf einmal und das macht man mit Core 3 Queens auf keinen Fall klar. Na, kann sich jetzt hier aber auch leider nur drei ne? Fliegende Korruptor. Korrupte leisten. Genau. Ja, und jetzt macht's Klick. Und wir sehen, die Battlecruiser oder einer davon geht hier an. Die Hatch stellt sich hier mit der Baracke hin, dass da auch keine Spores gebaut werden können oder sowas. Witzig. Der Hellion hier, die beiden, also zwei Hellions, haben gerade echt gut locker abgeräumt. 9 Stück insgesamt. Der Squad mit der Barrack zieht weiter. Wozu ist sie eigentlich da? Die blockt Einfach nur jetzt zum Blocken. hier die weitere Basis. Ja, Riegel geht weiter auf Battlecruiser. Wird das wohl auch beibehalten, wie es aussieht. Wobei Allerdings. jetzt die ersten fliegenden Teile kommen. Ja. Allerdings geht er auch nicht auf die Attack-Upgrades für Battlecruiser. Und die finde ich ja schon sehr wichtig. Mit den vielen Attacks, die man so pro Sekunde macht. Schon. Wie jetzt anscheinend Cyclones gegen die Korruptor bauen. An sich keine schlechte Idee, glaube ich, aber Die trotzdem schwierig. Korruptor versuchen jetzt hier ein bisschen das Command Center anzuspucken. Wenn es aber Ah, das ist dann aber verscheucht. doch. Ah. Jetzt wird es so ein Rennen auf Zeit. Also ich finde, Lelis muss jetzt relativ zügig versuchen, dass das mit den Battlecruisern nicht eskaliert und aber auch nicht hintenrum jetzt eine Cyclone-Armee zusammengestellt wird. Das ist ja auch was, was man ungern als so gegenspielt. Sollte auf jeden Fall mal wieder scouten gehen. Naja, aber die Battlecruiser werden weiterhin fleißig gebaut. Und jetzt kommen ja wahrscheinlich auch gleich die Upgrades, die dazugehörigen. Hier werden direkt zwei Armories fertiggestellt.
Und auch noch eine weitere Factory und eine Barracks. Also da wird nicht direkt full auf R gegangen. Ich schätze, die Barracks wird einfach nur dafür da sein, dass weitere Factories gebaut werden können. Oh, New Steel Armor. Achso. Seltenes Upgrade. Ich die einzige Barrack. Interessant. Oh, sieht man selten dieses Upgrade, muss ich sagen. Ah ja, jetzt kommen hier auch die Air-Weapon-Attacks auf die Seite. Da werden die Corruptor ausgedünnt und direkt der Rückweg angetreten, um Ja, stimmt. weitere VCs zu sammeln und das Ganze dann doch zu einem ausgeglichenen Preis an Anzahl Corruptor zu fighten und nicht von Corruptern übermannt zu werden. Ja, Alice hat ja schon ganz schön viel Supply, aber nur 5 Corruptor. Macht mir ein bisschen Sorge. Chat ist gerade die Frage, ob Corruptor auf Steine kotzen können. Ich glaube ja. Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ein Stein Ja. müsste ja rein technisch gesehen auch als Structure getaggt sein. Wie dem auch sei, unten geht da richtig krasse Battle ab, während wir über Steine schwatzen. Und zwar werden die ganzen Roaches von den Battlecruisern gnadenlos ausgedünnt. Allerdings zwei Battlecruiser noch mit den Biles abgeholt. Das war teuer. Also also wären die beiden Battlecruiser am Ende nicht gefallen, hätte ich gesagt, es wäre definitiv ein richtig guter Fight für Riegel gewesen. So Nee, es war es, glaube ich, nur noch ein ganz guter Fight. nicht mal, ich meine, so zwei Battlecruiser aus zwei Starports gepresst ist schon eine lange Zeit, die er dafür gewartet hat. Ja, aber dafür auch 5 Corruptor, einige Roaches, ein paar Ravager, ein paar Linge. Also, Es schlechter Fight war es nicht. wirkt dann doch viel zu schnell wieder da. Das stimmt. Planetary wird jetzt bestraft. Lennis snipet ein paar seiner eigenen Corruptor hier. Und Riegel hat währenddessen die ganze Zeit schön repaired. Und kann somit das Command Center halten. Und wird jetzt hier auch noch von den Cyclone unnötig lange genervt, die hier einen Ravager nach dem anderen rausnehmen. Ja, aber dann am Ende ein bisschen zu cocky werden, zu nah rangehen und auch 2 von ihnen sterben. Mir auch, Fenrak. Sieht nicht gut aus für Lelis gerade, weil der Corruptor-Count und auch die Verletzung der Corruptor alles ein bisschen wenig im Moment. Sieben Corruptor, die jetzt rauskommen, müssen sich auch erstmal sammeln und in der Zeit holt sich hier Riegel ganz schön viel Value an der dritten. Und wird jetzt wieder, ja, Yamatus raus auf die Corruptor und Rückzug und reparieren. Hier macht noch ein Battlecruiser so ein einzelnes Ding, um noch zusätzlich zu nerven und der wird jetzt auch Ciao Kakao sagen und heimfliegen. Gerade aber auch 20 Bürger auf Riegels Seite gestorben. Weiß gar nicht wie. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Gute Frage. Hier sind nämlich alle Basen soweit so Ja. saturiert, dass da keine 20 Worker eigentlich fehlen dürften. Gut schon. Es bleibt ein Mysterium, aber ich könnte mir sowas wie ein Ling oder Baneling Runway vorstellen. Ja, ist Einer wahrscheinlich am vielleicht plausibelsten. sehr übersaturierten Base.
Und davon gab es auf jeden Fall einige. Ich sorg jetzt mit 3-3 auf den Ground Attacks. Ah, es ist auch, glaube ich, das erste Spiel, in dem wir Adrenal Glance sehen. Ich glaube, bisher haben es alle Zerg vergessen, nachdem sie auf Hive getaggt sind. Ist aber auch ein echt teures Upgrade, muss man Aber sagen. ist so ein verdammt gutes Upgrade. Also, es ist schon. Hier findet jetzt der finale Kampf statt, der meiner Meinung nach nicht gut für Lilith aussieht, denn es hat er nichts gegen die BCs. Und hier machen auch die Hellions die Basen nach und nach von Lilith noch sauber. Die Transformation war leider gar nicht so gelungen. Da konnten die Worker weglaufen und die Roaches abholen. Hier oben allerdings die BCs weiter am Aufräumen. Und auch an der anderen Base sind die anderen BCs auch noch weiter am Abräumen. Und Schon unaufhaltbar, würde ich sagen. trotz dass die Banelinge hier vorhin auch wieder 15 Worker mitgenommen haben an der Basis von Riegel, ist das hier mit den BCs unaufhaltbar. Und damit holt sich Riegel die erste Karte. Ja, dann ist meine Prediction schon dahin. Tja. Aha, hier gibt es auch die Auflösung von Fenrak. Er hat es getestet. Korruptor können auf Steine kotzen. Ich meinte doch, dass die Steine haben diesen Structure Tag und sind damit angreifbar für Korruptor. Wo waren wir? Beim zweiten Spiel Ach ja, von für Riegel gegen Carsten. Lilith. Lass mich hier kurz Riegel seinen verdienten Punkt geben und auch noch sehe ich gerade Shitty, nee, 11 kriegt er nicht, 2 reichen. Und damit schauen wir in das letzte Game für heute vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal, ob Riel das jetzt in 2-0 abdichtet oder ob Lelis, was ich hoffe, nochmal zurückkommt. Schon mal, weil das vorhin im Chat angesprochen wurde, die Spiele des fünften Spieltags habe ich jetzt auch einfach noch nicht. Und wir sind mal wieder auf Tropical Sacrifice. Ich glaube, das war bisher in jedem Match so, in jeder Serie. Ich glaube auch, das kann sein, dass es echt in allen vier Serien durchgehend drin war. Ja. Ich gebe auf jeden Fall dem guten Riegel nochmal seinen Punkt und lade euch ein, das Ganze mit uns anzuschauen. Hier oben rechts schauen wir auch direkt auf den guten alten roten Terraner, der da ist, Riegel vom Team Mühl. Und sein Gegner in der linken unteren Ecke vom Team Phoenix. Es ist Leles, der blaue Zerg. Na, Liga 9 heute komplett durch wäre, glaube ich, auch für mich ein bisschen zu viel des Guten, da ja morgen auch wieder das Studium endlich nach der Sommerpause weitergeht bei mir. Auch ganz schön spät. Am 16., 17. Oh, es ist halt erst die Woche gewesen, da Ach, habe ich stimmt, nichts mit da zu war das tun. ja Und ist das ein richtiges Wochenende. Fest. Aber Na, auf jeden hast du es Fall. abgecheckt? Nee. Nee, weiß ich doch. Viel zu alt für. Auf jeden Fall sehen wir hier bei Lelis gerade auch wie in der Map zuvor, zweite gar nicht erst versucht zu nehmen, sondern direkt an der dritten gebaut. Und standardmäßig in Gas und Pool. Diesmal auch ein konservativeres Pool-Timing.
Ja, auf Seiten von Riegel sieht es auch sehr standardmäßig aus. Lilith hier jetzt mit einem leicht greedyem Bild mit gleich in drei Basen rein. Ja, kann man dann meist aber auch. Also ich glaube, wenn der Terraner nicht aggressiv spielt, also nicht übertrieben aggressiv, kann man das auch gut halten. Nur kommt immer drauf an, was man auch sieht mit dem Overlord. Ob der grünes Licht gibt, ob da sowas wie eine zweite, wie in diesem Fall hier zu sehen ist oder nicht. Allerdings hat jetzt hier Lelis schon mal den Save vor dem Reaper mit einem actually ausgebauten Spore-Crawler bezahlt. Schon mal investiert für später. Ach ja, schön ist nicht, aber so ein Spore-Crawler eigentlich auch ganz praktisch. Hier sind schon mal die Steine weggemacht, auch für später. Also Lelis plant hier für die Zukunft, auf jeden Fall. Tja, aber vor allen Dingen als Zerg finde ich, sind Steine auch immer so nervig und müssen einfach weg. Riegel geht hier allerdings auch in eine echt schnelle Dritte als Terraner, finde ich, noch bevor hier überhaupt ein Stargate oder zumindest eine zweite Rack angefangen wurde. Jetzt kommt erst das Starport nach. Sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Nö, aber ungewöhnlich ist es auch nicht. Also ich hole mir auch manchmal die dritte sogar schon vor dem Starport. Ich glaube, das war hier auch so. Hellions und der Reaper versuchen jetzt hier irgendwie einen Einstieg zu finden in dieser Map. Kommen jetzt hier auch gut an die Queens vorbei und können hier an der Basis leider noch nicht so viel mitnehmen, aber alles, was da ist, auf jeden Fall. Hier Worker. Allerdings wird ein Reaper und ein Hellion getrappt und einer kommt gerade so raus, um die Geschichte erzählen zu können. Ah, aber insgesamt würde ich sagen, schon Bin sehr ausgeglichen. ausgeglichen. Ja, finde ich auch. Lelis könnte mehr Worker haben, aber kommt, glaube ich, jetzt dadurch, dass er die frühe Dritte hatte, dann doch schnell nacheinander weg. Hier werden auch direkt 12 Worker gepusht, deswegen keine Sorge mehr dort. Die Queens sind irgendwie gerade unerwartet weit gelaufen. Nochmal so ein Riegel. Energiesammelsprint. Sprint. Ja, was halt für so eine Queen-Sprint ist. Ah, stimmt schon. Riegel scheint hier wohl wieder auf Mech zu gehen. Holt sich Cyclones, Hellions, Blue Flame. Yep. Richtig störend sowas. Also, wenn ich sehe, dass ich Zerg spiele und sowas kommt auf mich zu, habe ich schon eher wenig Lust. Denn es ist gerade in Verbindung mit Widow Mines, die ich ja auch schon hier auf der Map gesehen habe, echt ein lästiger Bild, wo du auch mit Ling Bane absolut nicht weiterkommst erstmal. Gerade wenn dann die Hellions auch zu Hellbats transformiert sind, dann haben die doch ein bisschen zu viel Armor für meinen Geschmack. Jetzt kommt hier sogar eine Banshee, aber die ist schon ganz schön delayed. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wild. Allerdings gibt es auch schon in der dritten zwei Spore-Crawler, witzig. Hat er wohl vergessen, dass er den einen schon fertig gemacht hat. Und in der ersten ein. Nur die zweite hat noch keinen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass da zwei Spore-Crawler nachgebaut wurden, fand ich jetzt. Ich schätze, das waren die Standard-Spore-Crawler für eventuelle Banshees oder so. Ich muss ja sagen, ich dachte auch, ich mache die standardmäßig, aber mittlerweile auch schon gar nicht mehr, weil paar Spore-Crawler sind echt teuer dafür, dass sie rumstehen.
Ja, wenn du dann keinen hast und es kommt sonst sowas, Cloaked Banshees oder so. Dafür hat man um die Zeit eigentlich ein Leer und das hat auch Lelis hier an der zweiten, die in der dritten steht, geholt. Allerdings kommt jetzt hier von Riegel der erste große Push mit einem Haufen Flammenfahrzeugen und den ersten Cyclones an. Die Banshees hat sich leider für die dritte Basis mit den Doppel-Spore-Crawler und Queens entschieden. War ein bisschen unglücklich. Aber die Banen-Connects haben mir ganz gut gefallen, tatsächlich gerade. Ich war mir nicht sicher, ob die noch gehittet haben, als das noch Flammenfahrzeuge waren oder mit dem Armor Support, den man durch den Hellblade hält, aber auf jeden Fall Light Unit bleibt Light Unit und da hitten halt die Banelinge rein. Ist die Frage, ab wann haben denn die Helbets die Armor? Ab wann sind es keine Hellions mehr? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass bei Vikings ist es, die bleiben Air-Units und sind sofort wieder Air-Units, solange die Transformation läuft. Ah ja, okay. Also wirklich bloß, wenn sie den Boden berühren. Genau da, ab da sind sie Ground. Macht ja auch Sinn. Hier allerdings jetzt fertig transformierte Hellbats auf den Weg, diesen Bulkling Bane hier einfach so zu zergrillen. Allerdings gegen Hellbat Cyclone fühlt sich's immer an, als hätte man das in Stein geworfen, das Ganze. Die Allerdings, tun ja auch ihr Bestes. Oh. die Cyclones Boah. wurden jetzt hier unachtsam allein gelassen und surrounded. Und auch die Minen connecten nicht so auf die Länge wie gewünscht, kann jetzt hier aber das Ganze off-creep auskiten. Und weiter geht's. Der Circle ist nämlich ständig unter Druck gehalten und kann nicht wirklich was anderes machen, außer Linge nachpressen und versuchen, das da irgendwie zu halten, weil alles andere braucht zu lange und wird dann auch von den Cyclones rausgenommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Riegel es eventuell schafft, hier diesen Push zu halten. Ah, jetzt kommt eine große Welle. Ah ne, und da wird er vernichtet und zieht sich wieder zurück. Dallas hier auch mit einer Off-Base sogar und noch einer zusätzlichen Base, weil er merkt, da werden Eier verbrannt jetzt noch und nöcher. Ich meine, wenn man so viele Linge pumpen muss, Ja, ist der richtige Call, ohne Frage, also. da muss man schon wirklich perfekt injecten, um da nicht sonst sowas wie viele Hatcheries zu bauen. Ich glaube, bevor man hier auch in sowas wie Hydra Roach oder so umswitcht, da müssen alle Upgrades fertig sein bei denen. Also auf jeden Fall die Hydras müssen beides haben, sonst lässt du dich von den Cyclones richtig vorführen. Stimmt schon. Ich sehe schon, Riegel ist Fan von den ungewöhnlicheren Upgrades. Wird jetzt hier auch Highsec Auto Tracking. Also Gut. Turret Range. Ich habe vorhin schon nicht verstanden, wofür das Plating dann am Ende gut getan hat, aber vielleicht ist es ja nur so ein. Na, zum Beispiel für ich weiß nicht, ich glaube, das gab doch diesen Fight an der Planetary, wo dann auch gegen repariert wurde und es, naja, so die Hälfte der Lebenspunkte nur verloren wurde. Und wenn mich nicht alles täuscht, war da schon dieses Armor-Upgrade fertig. Weiß nicht, ich hatte in Erinnerung, das kam echt sehr spät, wo es schon fast vorbei war, aber Kann auch sein, weiß ich nicht mehr genau. auf jeden Fall zwei Armor zusätzlich gegen Linge ist immer gut. Ein richtig schöner Surround. Jupp, hier kommt nichts mehr davon und Lelis gewinnt hier in dem Fight ganz klar die Überhand und geht jetzt auf den Weg rüber. Hat auch noch genug übrig dafür, würde ich sagen. Uff, jetzt kommen hier die dicken Tors an.
Schweren Geschütze. Allerdings bei so einer massiven Anzahl Linge dabei wäre ich mit den Toren vorsichtig. Ja, ist halt immer die Frage, wie das Engagement da läuft. Boah, die Bane-Linger, so gut. Ja, auch Tore gegen Hydras, weiß ich nicht, finde ich jetzt auch nicht so gut. Oh. Ich meine, Tore haben ja keinen Bonus-Damage gegen irgendwas, sondern einfach nur viel Damage. Oh, Tore haben Bonusschaden gegen. Ach nee, das ist nur die R-Kanone, die Bonusschaden gegen Massive hat. Genau. Okay. Das Bodending ist einfach 30 Damage mal 2 auf alles. Was mir auch gut gefällt, jetzt ist nämlich wie Vehicle Plating 3 fertig und somit haben die Tore, glaube ich, auch ganze 4 Armor. Oder sind es sogar 5? Ich glaube, es sind sogar 5. Weiß ich nicht. Aber wenn Ultra 7 hat mit dem plus 2, dann sind das hier 5. Und das sind viele Tore. Allerdings sind das auch viele Linge. In der Tat, jetzt kommen wir auch noch Infestor mit dem Energie-Upgrade, glaube ich, ne? Ja, Ja. vielleicht ist das schon mal für die weiteren Infestor, die dann den neuralen Parasiten sich gönnen, um die Tore auf die eigene Seite zu ziehen. Sind auch verdammt viele Tore. Hier die 2, 4, 6, 18, 12 Tore. Und die haben schon mal 2, 3 auf dem Konto 16. an Upgrades. Von daher Boah. muss ich da was überlegen wollen. Hier kommt die Flanke, holt Ja, leider kein Tor raus, glaube ich. die Hellions bzw. Hellbits waren auch sehr Doch schön ein. in den Tors reingemischt, so dass da ja schwierig, dass da schwierig rangehen für die Linge. Hier werden jetzt die ersten Lurker transformiert. Die jetzt auch echt gut das Ganze zurückdrängen können, dadurch, Ach, dass die die Mules zum Repairen. ja, immer wieder gut. Dadurch, dass hier die Hellbats näher ran müssen, werden die als erstes weggehauen und dann kann man mit den Lingen nämlich auf diese Nasty Tors gehen. Ist auch, glaube ich, nur. Ach ja, nee, da sind die neuen halbe Reinforcements. Fester Plays reichen jetzt Ah. allerdings gar nicht, um das so aufzuhalten und an den Lurkern sterben zu lassen, weil dafür sind es eigentlich auch immer noch zu viele Tore. Aber der eine Lurker hier, der hat eine gute Zeit. Der hält die Stellung. Hat jetzt 7 Kills. Und wird auch immer noch nicht so richtig bemerkt. Jetzt ist endlich außer Range gegangen. Ja, bei den Lurkern haben einfach die Upgrades gefehlt, leider. Wenn Lelis hier die Lurker schnell ein- und ausgraben hätte können Ich glaube, dann hätte und die das mit Range den hätte. Investoren viel besser geklappt, sehe ich auch. Aber die Hydras, die lernen den Toren auch das Fürchten. Wenn die dann von der Rampe plötzlich runterkommen, gibt es kein Zurück. Allerdings jetzt hier die nächsten drei schon fertig. 4, 5, 6 und die Worker werden auch gepult, so wie ich das sehe. Auch witzig hier oben, so Oh ne. auf 12 bzw. 11 Uhr Oder doch. in die Basen nebeneinander. Die Worker machen wildes 17. Platztauschen. 17 Lurker auf einmal. Das ist doch ganz schön viel. Ja, mit Toren musst du da erstmal durchkommen, weil wenn der Ja. Tor den Lurker angreifen kann, kann der Lurker auch den Tor angreifen. Aber hat er denn jetzt wenigstens schon die Upgrades? Nee, immer noch nicht. Auch nicht auf dem Weg. Nee, auch nicht auf dem Weg. Das macht mich fertig ein bisschen. Und gerade auch, dass hier ein paar Hellions gerade richtig, richtig viel mit dieser Banshee abholen konnten. 27 Worker hat Lelis gerade verloren.
Allein durch so ein bisschen Hellbit Banshee Harass Jupp. in den oberen zwei Basen. Allerdings, die Lurker-Armee ist auf dem Weg. Oben bricht die Hydra-Armee so ein bisschen durch die Hellions. Wird aber locker von den Toren hier aufgehalten, während hier unten die Lurker sich denken, yo, Boah, ciao die drei Planetary. Schatten, die Planetary, nicht verkehrt. Und Allerdings sehe ich auch nicht groß, wie Lelis hier oben diese Thor-Helbit-Armee angehen will. Aber ich schätze, er macht es einfach gar nicht. es sieht so aus, als wird jetzt so eine Art Base Race hier geforst. Nur mit Lurkern. Ohne Upgrades. Ah, da kommt das erste Upgrade. Jetzt kommt hier eine Banshee und die denkt sich, ja mei. Braucht halt nur genug Scans, aber. Währenddessen die Nice. Tore haben oben die eine Basis abgerissen, gehen jetzt an die nächste ran. Und die werden sie auch bekommen. Ganz sicher werden sie das. Glücklicherweise haben die Worker hier schon Platz gemacht, sind in Hellbat Flammen einfach reingelaufen. Deshalb gibt es hier keine weiteren zu verlieren. Hier warten allerdings schon zwei Basen. Eine wird gerade frisch mit Würmern vollgepumpt. Aber auch die wird das Zeitliche segnen. Ah, das sehe ich nicht mehr für Lelis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, wenn er nicht 17 Lurker gemorpht hätte, glaube ich, mit den Hydras hätte er da einiges reißen können. Vor allem mit den Lurkern ohne jeglichen Support Ja, und da die ohne Base Raids zu Upgrades. versuchen, das fand ich auch sehr gewagt. Ich meine, es finde ich ja schön, dass er jetzt zumindest das Range-Upgrade hat. Das ist ja schon sehr Jetzt hat er halt wichtig. kaum noch Lurker. Genau, das ist das Also Problem. jeden Lurker kommen zwei Tors, würde ich sagen. Ah, jetzt sind auch Siege-Tanks dabei. Die Siege-Tanks in diesem Haufen nicht mehr. Doch, dort rechts. Ja, man sieht die halt immer schießen. Kleiner Ling Run bei, gar nicht so klein. Nimmt ein bisschen was mit, aber das ist für Riegel genau der Moment zu wissen, wenn die Länge drüben sind, sind sie nicht hier und jetzt räumt er da einfach Richtig. eiskalt die Lurker alle ab, die es gibt. Und forst aus Lelis das GG zum 2 zu 0. Ja. Wild, nicht 1-2-1 heute dabei. Alles glatte 2-0-Spiel. In der Tat. In der Tat. So, dann kommen wir dazu, dass ich das hier auf jeden Fall schon mal in der Übersicht habe. Damit sind wir am Ende. Ich löse die Prediction Fix auf. Richtig. Und gehe mal davon aus, dass Fenrak auch weiterhin schon alles eingetragen hat. In der Tat hat er das. Damit sieht die Tabelle folgendermaßen aus. Le Complete vorne viermal Serie gewonnen, nicht einmal verloren. Danach Riegel und Fenrak, beide nur eine Serie verloren, allerdings Riegel mit dem besseren Map-Verhältnis. Und auf dem vierten Platz kommt Lelis und danach Phoenix. Ich hab's auch jeden Moment hier bei uns im Stream sichtbar. So, das ist das, was uns gerade Oskar so fein vorgelesen hat. So ist der momentane Stand. Das heißt, Riegel und Fenrak jeweils noch eine Chance auf den ersten Platz. Ich weiß gerade nicht, wie sieht es in 5 aus? Wer hat da dieses Happy-Spiel? In 5 hat Lelis das Happy Spiel. Ah, okay. Das Und heißt, Riegel müsste gegen Le Complete auf jeden Fall gewinnen. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, wie das mit den Maps dann ist. also wenn Riegel gegen Le Complete gewinnt, dann hat er das, denke ich, in jedem Fall
Ja, das sind beide auf jeden Fall 4-1. Dann sind beide 4-1 und auch im Map-Score. Und dann kommt es drauf an, wer wem im direkten Gegenüber besiegt hat. Und das wäre dann der Gewinner aus. Also, Im das wäre der Riegel, Verbleibsrecht. weil wenn Le Complete gewinnt, dann ist er ohnehin unbestritten Ja. Erster. Ja, Fenrak schafft es nicht mehr auf den ersten. Fenrak spielt gegen Phoenix und hat gegen Le Complete dementsprechend ja verloren. Ah, da ist das Game 2-0. Das heißt, Riegel hat den Auftrag, Le Complete hier aufzuhalten. Er ist der Einzige, der es noch schaffen könnte. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich denke, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich schon gespoilert habe, fängt hier bei mir das Studium wieder an. Daher bin ich nicht sicher, ob es nächste Woche Sonntag wieder bei 18 Uhr bleibt, aber wie immer lasse ich es euch rechtzeitig wissen und wünsche euch dementsprechend noch einen schönen Restsonntag und kommt gut in die nächste Woche. Ja, auch von mir ein herzlichstes Auf Wiedersehen. Schön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warte, habe ich nicht aufgelöst? Bin ziemlich sicher, Nicht? ich habe aufgelöst. Ja, hier wurde awarded für die Regelgewinner. Perfekt. Passt, Bis passt. zum nächsten Mal. Gute Nacht.